Jetzt höre ich mich. Alles gut. Hi, Metatron, Mr. Hawkeye, Ramsey und Co. Wie geht's euch? Metatron, danke fürs Abonnieren gleich mal. Das ist gleich mal eine schöne Eröffnung für die Stream-Rückkehr heute. Sehr cool. So. Von mir kannst du gerne mitmachen. Ich werde ihn öffentliches Team wahrscheinlich machen. Kannst du gerne mitspielen. Was wollte ich sagen? Genau, ich will nämlich nur die Daily Challenges heute eigentlich machen. Habe ich mir gedacht, damit starten wir jetzt mit dem Stream mal. Hat jemand die Direct heute gesehen? Die Nintendo Direct, die plötzlich gestealth dropped ist irgendwie. Habe ich mir gerade eben noch schnell angeguckt. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich habe sie mit ein bisschen Vorspulen geguckt. Die Mario Direct, ne? Ja, ich finde grundsätzlich die Sachen super. Bei diesem Mario Home Circuit Dingens bin ich ein bisschen skeptisch, weiß ich nicht genau. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Super Mario Galaxy 2 nicht in dieser neuen Mario Sammlung mit drin ist. Weil ich finde, Galaxy 2 war schon nochmal ein Stück cooler als Galaxy 1. Aber okay, trotzdem cool, freut mich. Genau. Hallo, Finn. Und hallo, Z-Max. Und hi, Desert Railgun. Hallo zusammen. Vielleicht später als DLC. Ja, wer weiß. Aber wie gesagt, das hat mich auch ein bisschen gewundert. So, wie gesagt, heute machen wir ein bisschen einfach nur die Daily Challenges, die ich gerne abarbeiten würde. Weil die habe ich jetzt seit meinem Urlaub tatsächlich jeden Tag gemacht. Das ist fast so ein bisschen Tradition geworden. Fand ich ganz nett eigentlich. Das hat mir echt ganz einigermaßen Spaß gemacht. Irgendwie. Naja, auf jeden Fall nehme ich dafür auch meinen. Naja, was ist denn das für ein Charakter? Ich habe hier quasi den Charakter, den ich für die Let's Plays benutzt habe und vielleicht auch in Zukunft wieder benutzen werde, ne? Weiß man ja nicht. Den ich mit Merlin gemeinsam angefangen habe. Wir haben das eben in meinem Urlaub zu zweit ein bisschen gespielt, aber war nichts für Merlin. Und den Charakter, den ich benutze, wenn ich sowas wie das hier jetzt mache. Den Blödel-Charakter. Der schon Level 50 ist fast, weil ich so viel rumblödel. Ja, tja. So ist das eben. Hi zu alt für, hallo. Ach so, ja, und dass die alte Mario All-Stars Collection für die Switch kommt, für den Super Nintendo, finde ich cool. Da kann man nichts sagen. Hallo, The Cludo und Gruppe, wie geht's euch? Ach ja, heute ohne Greenscreen, weil ich neue Regale hinten habe und die sind blöderweise nicht so hoch und nicht so breit wie die alten Regale. Und ich habe früher immer den Greenscreen einfach über dem Regal befestigt. Das war super, super praktisch. Das geht jetzt nicht mehr. Da muss ich mir erst was Neues überlegen. Alles nicht so leicht. Alles nicht so leicht. Katka, danke fürs Weiterhosten und hallo auch an dich. Cludo, danke schön fürs Subscriben. Yeah. Ich spiele auf dem falschen System. Ich weiß schon, eigentlich sollte ich auf der Switch spielen. Aber geht halt leider nicht immer. Wenn ich könnte, ich würde es. Okay. Was haben wir denn heute für Daily Challenges? Schauen wir mal. Erreiche ein höheres Level. Das wird uns wahrscheinlich am längsten beschäftigen. Hack einen Terminal. Oh, sowas hasse ich immer. Da muss man erstmal Glück haben, dass man einen Terminal findet, der verschlüsselt ist. Modifiziere Rüstungsteile, modifiziere Waffen. Das kriegen wir hin. Errichte ein Camp in... Oh, warte mal. Ist schon wieder der doppelte Score-Punkte-Event vorbei. Oh, Mann, ey. Ich dachte, mit doppelten Score-Punkten schaffe ich vielleicht nämlich noch das legendäre Rennen. Aber so nicht mehr. Ach, verdammt nochmal. Dann machen wir trotzdem. Schließe ein Event ab, während du in einer Gruppe bist. Töte wilde Ghule von einem anderen Spieler kaufen oder verkaufen. So, dann treten wir gleich mal irgendeiner Gruppe bei. Team bereits voll.
Ah ja, da ist auch noch ein Platz frei. Okay, cool. Müsstest du eigentlich das Megabeast in Monogath machen? What? Die Referenz verstehe ich nicht. Jetzt passt mal auf. Lasst uns erstmal, jetzt wo wir in der Gruppe sind, gleich mal. Obwohl, da wäre ein Event, ne? Wilde Ghoul-Horde im Wald. Das ist ziemlich perfekt. Das machen wir. Weil wir müssen ja auch wilde Ghule töten. Passt perfekt. Fallout 76 gibt's noch. Wie gesagt, nach langer Pause habe ich jetzt mal wieder reingeguckt und habe das privat jetzt immer ein bisschen gespielt. Ob ich abgenommen habe, ich weiß es nicht. Ich wiege mich ehrlich gesagt nicht. Aber es könnte schon sein. Es wäre cool. Wenn du auf das Bergwerk Monogath eine Nuke schmeißt, spawnt der neue Endboss. Ah ja, den habe ich schon mal bekämpft, stimmt. Dieser. Ist das dieser neue dreiköpfige. Wie heißen die in dem Spiel? Diese neuen Gegner? Goliath, Golem, Megamonster. Aber ich glaube, den habe ich schon mal besiegt. Also, natürlich. Andere haben den besiegt. Ich war mit meinem Level 46 Charakter dabei und habe ein bisschen geholfen. Vier, zwei, halten, zusammen, wie überschüssiger Mega Treiber. Beast. Aber die heißen doch anders, oder? Oder meine ich was anderes? Warte mal, ich google das mal schnell, damit wir von dem gleichen reden. Vielleicht meine ich nämlich wieder was ganz anderes. Mega Beast Fallout 76. Ha, da kommt witzigerweise mein Video. Mein Kreaturen-Breakdown von vor 2 Jahren. Mega Sloth. Ich finde nichts mit Mega Beast. Leider. Mega Sloth natürlich. Aber sonst. The Beast of Grafton. Wendigo. Nee, ein Wendigo ist es eben auch nicht. Dieser große. Wie heißen denn die? Koloss. Titan. Koloss? Heißen die Koloss? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ramsi, vielen, vielen, vielen Dank für die großzügige Spende. Oh, guck mal, sind die drei Goldklumpen im Glas jetzt größer als normalerweise? Ist das neu? Das ist ja cool. So, jetzt wartet mal, da muss ich ganz kurz investigieren, weil das lässt mir keine Ruhe. Dass das so schwer ist, rauszufinden. Earl Williams, das ist, glaube ich, der Gegner. Earl Williams ist, glaube ich, der neue Endboss, oder? Gegen den habe ich zumindest gekämpft. Und der ist ein Koloss. Ganz genau. Ein Wendigo-Koloss, um genau zu sein. So ist das also. Das Ding heißt Wendigo-Koloss. Im Chat steht es eh auch schon. Ich habe es nicht gesehen. Genau, doch, gegen den habe ich gekämpft. Ramsi, danke schön fürs Abonnieren. Seit 27 Monaten. Eine halbe Ewigkeit. Ein Koloss. Hi, Tops. Wie geht's? So, lass mich mal gucken, ob der hier einen Automaten zum Handeln hat. Das wäre ganz cool. Weil dann könnten wir hier gleich mal handeln. Ah ja, da sind sie eh. Ich wollte im Alter in einer Hütte im Wald leben. Ich hoffe, der verkauft Munition. Perfekt. Dreimal mit einem Spieler handeln ist dank Munition echt eine ziemlich leichte Challenge immer. Ramsi, danke für die Cheers. Da wird das Glas aufgefüllt. Wie ist das Glas grundsätzlich? Ist das größer geworden? Oder bilde ich mir das ein? Ich bilde es mir ein. Und wisst ihr warum? Weil ich nicht in meinem Kontrollfenster, sondern auf Twitch gucke. Daran liegt's. So ist das also. So.
Kleines Häschen fragt den Lebensmittelverkäufer, hast du Milch? Verkäufer, ja. Häschen, hast du Fettarme? Verkäufer, ja. Häschen, hast du lange Ärmel tragen? Musst du lange Ärmel tragen? Weil Fettarme. Ich verstehe. Ein Witz präsentiert von Katka. Hi Löffelkreis, wie geht's? Nee, das kriege ich auch nicht mehr fertig jetzt. Es war jetzt bis gestern so ein doppelte Punkte-Event und ich habe mir ausgerechnet, dass mit Atomic Points, die ich bereit gewesen wäre auszugeben, und den doppelten Punkte-Event, ich das vielleicht gerade so noch geschafft hätte. Aber da der Doppelpunkt-Event scheinbar jetzt schon wieder vorbei ist und nur für 2 Tage war, was ich ziemlich lame finde. Ich dachte, die machen das absichtlich als Endspurt, aber scheinbar nicht, werde ich das nicht mehr schaffen, leider. Aber so viel geht, schalte ich noch frei. Weil das motiviert mich wenigstens ein bisschen. Es gibt nicht viel in dem Spiel, was mich motiviert, aber diese Daily Challenge habe ich jetzt wirklich immer gern gemacht. So, eigentlich war ich hier wegen dem Event, der jetzt wahrscheinlich schon vorbei ist, oder? Nee, da hinten. Finde den Ursprung der wilden Ghoul-Horde. Ja, okay, dann gehe ich da mal hin. Auch wenn es ein Stückchen ist, aber wir müssen eh hochleveln, da können wir eh ein bisschen auf dem Weg was kaputt schießen. Die Frage ist, kommen wir so überhaupt hin? Ich teleportiere mich hin. Bin immer zu knausrig zum Rumteleportieren, aber macht schon Sinn. Ne, den Nvidia-Event habe ich nicht gesehen. Ich habe es letztens gepackt, aber die Space-Rüstung am Ende sieht mega Panne aus. Die Power-Rüstung, oder wie? Ich hätte das schon noch gern freigespielt, aber ich habe zu spät angefangen. Als ich überhaupt gesehen habe, dass es jetzt hier so monatliche, oder nicht monatliche, aber dass es so Seasons gibt, war schon zu spät. Ja, den gab's doch schon im Fallout 4. Ich finde den eigentlich cool. Also natürlich bescheuert, aber absichtlich bescheuert. Nicht versehentlich hässlich, sondern absichtlich hässlich. Was habe ich eigentlich? Genau, die Schrotflinte. Die ist ziemlich gut. So, finden wir den Ursprung. Ich meine, der Punkt auf der Minimap ist freigeschaltet, insofern. Aber ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Aber naja, so ist das eben, nicht wahr? Hi Akira, willst du dich wieder quälen? Ich spiele das wirklich mittlerweile. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, weil ich habe das jetzt die letzten Wochen oder sogar schon einen Monat so ungefähr wirklich fast oder wirklich jeden Tag, na fast jeden Tag, nur die Daily Challenges gemacht. Einfach so abends zur Entspannung ein bisschen rumblödeln und so funktioniert das Spiel für mich wirklich gut. Ich habe das echt gemerkt als so einfach nur gemütlich rumsitzen und Zeitverblödelspiel, so zum Chillen, funktioniert Fallout 76 für mich echt gut. Das Problem ist, dass ich das am Anfang irgendwie ernst genommen habe und ich mir gedacht habe, das könnte das neue, super große, riesengeile Spiel, ich 30 Stunden am Tag Spiel werden. Und das ist es für mich absolut nicht. Und wenn ich so spiele, dann fange ich auch an, es zu hassen. Dann nervt es mich total. Aber wenn ich es wirklich nur so als kleines Blödelspiel spiele, finde ich es gut. Was muss ich hier eigentlich machen? Hallo, Desert Railgun, hi. Ah, du bist eh im Team. Perfekt. Au, ich werde gerade von irgendwas gegessen. Müssen wir die kleinen Zielgebiete im großen Zielgebiet durchsuchen oder sowas wahrscheinlich. Kann schon sein. Kann schon sein. Mich hat hier eine Mücke gestochen. Das ist so gemein. Hier auf dem Handrücken. Direkt am Gelenk. Und das juckt wie die Hölle. Ich würde mir am liebsten irgendwie mit einem
Teppichmesser den ganzen Stich großflächig rausschneiden. So nervt mich das. Ich gehe jetzt wirklich mal diesen Ringchen auf dem Radar nach, weil ich weiß nicht, was die sonst werden. Die müssen zu dem Event gehören, weil ich habe sonst nichts aktiviert. Aber dass mir auf der Karte ein Kreis angezeigt wird, damit es gar nicht mehr angezeigt wird. Ach so, das ist großflächig. Jetzt verstehe ich das. Okay, alles klar. Dann nehme ich alles zurück. Dann verstehe ich das jetzt. Ich spiele auf der PS4. El Don Camillo. Diesmal habe ich es gleich auf Anhieb richtig gesagt. Mir stößt immer noch die 70 auf, die ich dafür bezahlt habe. Das kann ich verstehen. Viel zu alt für, da sehe ich jetzt erst. Ist das ein Upgrade? Bist du hochgelevelt? Von zu alt für, viel zu alt für. Das geht mir auch so. Das Spiel wird mittlerweile von Bethesda behandelt wie ein Free-to-Play-Spiel in allen Aspekten. Jetzt haben die Seasons, jetzt haben die dieses Premium-Abo, die Premium-Währung sowieso schon von Anfang an. Das ist ein Free-to-Play-Spiel in jeder Hinsicht, von jeder Mechanik her. Nur, dass es 70 Euro kostet für die PlayStation 4. Und das ist echt ein Problem, finde ich, dass das Spiel hat. Ich glaube, die haben halt am Anfang einfach andere große Pläne mit dem Spiel gehabt. Die hätten gehofft, das wird jetzt der neue Scheiß. Aber von PR über Marketing bis hin zu den Entwicklern selbst haben sie einfach wirklich... Ist einfach nicht ideal gelaufen für das Spiel. Und jetzt haben die das mittlerweile zu einem Free-to-Play-Spiel gemacht. Mit allem, was dazugehört. Nur eben noch zusätzlich ein ziemlich ordentlicher Einstiegspreis. Das ist das Problem. Aber jetzt, wo ich es schon habe, kann ich es auch spielen. Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, immer noch keinem empfehlen wollen. Die haben gerade den wilden Ghoul erschossen. Den wollte ich erschießen. Das habt ihr jetzt davon. Ah, noch mehr wilde Ghule. Sehr gut. Aber ich weiß ehrlich nicht genau, finde den Ursprung der wilden Ghoul-Horde. Ich finde nicht mal eine wilde Ghoul-Horde. Waren die drei jetzt die Horde? So eine kleine Horde. Ich weiß nicht, ob technisch gesehen drei schon eine Horde sein können. Ist vielleicht die kleinstmögliche Horde. Vielleicht ist zwei die kleinstmögliche Horde, oder? Nicht so deins, Ramsi. Ich habe vor, nachher, wenn wir die Daily Quests erledigt haben, noch ein ziemlich cooles Spiel zu spielen, das ich während meiner Urlaubszeit entdeckt und lange gespielt habe. Und von dem ich echt ziemlich begeistert bin. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin ein großer Fan von Rogue Squadron früher. Oder grundsätzlich einfach so arkadige Dogfight-Spiele. Und ich habe mir gedacht, leider gibt es sowas nicht mehr. Zumindest nicht in der Qualität, wie das früher bei Rogue Squadron der Fall war. Bei Rogue Squadron spricht man es, glaube ich. Das ist immer bei Spielen, die man als Jugendlicher oder als Kind gespielt hat, wie My Chesty. Die spricht man dann immer falsch aus, obwohl man eigentlich schon wüsste, dass es falsch ist. Anstatt Majesty, My Chesty. Naja, bei Rogue Squadron. Auf jeden Fall, sowas habe ich immer vermisst und fand es immer schade. Und jetzt wurde ja auch von EA dieses neue Dogfight-Ding angekündigt. Aber das ist schon wieder so Multiplayer-Fokus und ich finde es bestimmt schlecht. Und dann habe ich eben Ace Combat 7 entdeckt. Und Ace Combat 7 ist so ziemlich genau das, was ich wollte. Was so Dogfight-Spiel angeht. Das ist super cool, super inszeniert, super coole Mechaniken, super coole Action. Dürfte für meinen Geschmack fast noch ein bisschen mehr over the top sein, aber super. Echt super. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Fallout 76. Die wollen ja den Damage runterschrauben von allem und die Moon begrenzen, damit die High-Level-Gamer mehr Anspruch haben. Hab echt Angst. Aha. Okay, dass wir die das Just for Fun spielen, da auf der Strecke bleiben. Also, die Tendenz sieht in den letzten Monaten zumindest echt so aus, als wollten die von den Leuten, die es wirklich intensiv spielen und die sowieso schon irgendwie Plus-Mitgliedschaft haben und sowas, als wollten die bei denen quasi ordentlich abernten. Und ich glaube, so die Casual-Spieler wie ich jetzt,
sind denen eigentlich total egal. Wir dürfen schon auch noch spielen für unsere 70 Euro, die wir bezahlt haben. Aber wir, also die legen keinen Wert auf uns. Ist eh klar. Wie gesagt, ist ein Free-to-Play-Spiel. Für mich ist das eindeutig ein Free-to-Play-Spiel in jeder Hinsicht. Und so sehen auch meine Zukunftsprognosen aus. Ja, eben, dass auch diese Stashbox eben zu klein ist, viel zu klein ist, das Baulimit viel zu klein ist und dass jetzt eben unendlich Inventar einfach verkauft wird, quasi. Ah, nee. Nee. Irgendwie dauert der Event ewig und ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nichts gemacht, oder? Irgendwie verstehe ich den Event auch nicht so ganz. Aber ich gehe jetzt mal darüber. Ace Combat war schon auf der PS1 cool. Ja, ich kannte das eben gar nicht. Also ich habe schon davon gehört, aber... Ja, aber jetzt merke ich... Habe ich gemerkt, ist es echt cool. Hallo Ortis, wie geht's? Hallöchen. Naja, und ansonsten... habe ich jetzt eben angefangen, dieses Spiel zu entwickeln und bin da jetzt auch neben YouTube, obwohl ich jetzt halt auch wirklich viel nachholen muss nach dem Monat Urlaub, habe ich es bis jetzt fast jeden Abend geschafft, wenigstens noch ein bisschen was zu machen. Ich habe die Collectors, also jammer nicht wegen 70 Euro, selber schuld, Katka. Aber wenn man dann als Casual nichts mehr kaputt bekommt, kann doch auch nicht Sinn der Sache sein. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was die sich dabei denken und wie sich das entwickeln wird und wie das wird. Da muss man abwarten. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich kann mit dem Spiel echt Spaß haben, wenn ich einfach so vor mich hinspiele. Aber ich fände es jetzt auch nicht super schade, wenn es jetzt das Spiel nicht mehr geben würde oder so. Ich mag meinen Power Armor Helm. Ja gut, okay. Darfst du eh mögen. Sony soll die Fallout-IP kaufen, retten und Naughty Dog geben. Das ist gewagt. Naughty Dog würde ich die, glaube ich, nicht geben. Naughty Dog hat, glaube ich, überhaupt keine Erfahrung mit Rollenspielen und sowas, ne? Ich weiß nicht. Ich meine nicht, dass ich nicht glaube, dass die das könnten, aber es ist jetzt nicht unbedingt ihre Spezialität. Die würden halt dann wahrscheinlich was sehr anderes draus machen. Aber jetzt nach... Also mittlerweile habe ich von Dingsy Obsidian auch nicht mehr die allerhöchste Meinung, was Rollenspiele angeht. Ich wüsste es zurzeit gar nicht. Und ich meine, Dingsy... Bio-Dings... fällt es nicht ein. Mass Effect-Macher. Irgendwas mit Bio. Ich bin schon total doof. Auf jeden Fall traue ich denen momentan auch nichts mehr zu. Momentan gibt es nicht wirklich einen Entwickler, den ich zutrauen würde, dass die aus der Fallout-Lizenz was machen würden, was cool ist. Weil entweder sind die noch zu klein und dann weiß ich nicht, ob die so Mammut-Projekte stemmen könnten. Oder die sind einfach nicht besonders gut. BioWare natürlich, dankeschön. Soweit ist es schon gekommen. Ich kann mich nicht mal mehr an deren Namen erinnern. Ich merke so, dass ich mich überhaupt nicht auf das Spiel konzentrieren kann, wenn ich immer in den Chat gucke und immer rede. Das ist furchtbar. Ich bin total abgelenkt. Ich wandere die ganze Zeit nur doof durch die Welt und guck blöd. Aber das ist, ja. Aber wir sind auf Ghouljagd. Das ist gut. 15 Ghule muss man auch erstmal zusammenkriegen. So, ich mache jetzt bei der Quest, bei dem Event, den ich angefangen habe, weiter. Au. Eins nach dem anderen.
Jetzt mal ganz chillig. Es ärgert mich halt wirklich auch ein bisschen, weil immer wenn ich so spiele, denke ich mir halt, in Fallout 76 steckt ein sehr gutes Spiel. Irgendwo da drin steckt ein wirklich sehr gutes, sehr unterhaltsames Spiel, das leider durch so viele Millionen Kleinigkeiten und wenige größere Probleme eher so Mittelmaß wird. Und das ist sehr, sehr schade. Kondensier dich mal, ich versuch's. BioWare, Andromeda vergessen. Nee, nee, deswegen sage ich ja, dass ich denen auch nichts mehr zutraue, BioWare. Leider. Eigentlich fast Verschwendung, dass ich hier meine Schrotflintenmunition für die Roboter hier raushau. Ich weiß wirklich nicht, was diese Quest bedeuten soll. Ach so, töte den wilden Ghoul legendärer Hordenboss. Ach was, hier jetzt plötzlich. Cool, machen wir. Oh, ich bin überladen, oder wie? Wie ist denn das passiert? Meinung von Lego. Hä? Was? Wer? Von was für Lego? Von den Mario-Lego-Figuren? An die denke ich, wenn ich Lego höre als erstes. Die sind mir wurscht, wenn das die Frage war. No Man's Sky 2 ist dafür aber süß geworden. Meine Meinung zu Lego generell. Also früher fand ich Lego als Kind total cool und hatte super viel Lego und hab damit immer Blödsinn gebaut. Ist der Event jetzt abgeschlossen? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Aber ja, der Event ist jetzt geschafft. Der Hordenboss ist besiegt. Und ich habe den Event erfolgreich beendet, anscheinend. So ist das eben manchmal. Ich habe so viel Wasser. Warum eigentlich? Ich muss ein bisschen gewichtlos werden. Sodala. Aber ich weiß nicht, ob ich Lego jetzt noch cool finde. Ich höre in letzter Zeit nur Schlechtes von Lego, kenne mich aber nicht aus. Deswegen weiß ich es nicht. Aber ich stehe Lego grundsätzlich tendenziell schon eher nostalgisch positiv gegenüber. Ich bin ja echt gespannt mit diesem... Mir geht nämlich, seit ich jetzt diese Nintendo Direct heute gesehen habe, dieses Mario Kart Home Circuit oder wie es heißt, nicht aus dem Kopf. Dass man da wirklich quasi Strecken in seinem Zuhause irgendwie aufbauen soll und dann mit einem Kamera-Spielzeugauto durch die Gegend fährt. Aber sind dann die anderen Fahrer NPCs, oder? Das ist nicht online. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, das richtet sich wahrscheinlich eher an Eltern mit Kindern und so, denke ich mal. So vom Aussehen her. Das hat mich so ein bisschen an Nintendo Labo erinnert, so. Ich glaube, das geht eher in die Richtung, in die Zielgruppe. Deswegen verstehe ich das nicht, was die damit eigentlich wollen. Glaube ich. Ist schade, weil ich dachte erst, so ein neues Mario Kart, das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf. Aber das war es dann wohl doch nicht. Irgendwie habe ich meine Mütze heute total schief auf. Ah. Total schief.